Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir werden die Handelsrouten weiter ausbauen. Ja, das ist unser Plan. Genau so sieht's aus. Erstmal versammeln wir hier alle und suchen uns dann die hübschesten aus. Also die hübschesten, die am hübschesten als Händler durchgehen würden. Okay, ich sehe jetzt niemanden. Nein, hier ist niemand dabei, der typisch wie ein Händler aussieht. Niemand. Wirklich niemand. 2, 4, 6 Leute sehe ich hier. 7, 8. Da hinten rennt noch jemand rum. 9. Aber irgendjemand muss doch jetzt Händler werden. Du? Nein, hier ist wirklich keiner dabei, der das Gesicht eines Händlers hat. Sie vielleicht. Sie ist die Ärztin, oder? Ja. Einzige Frau hier. Sie müsste an eine Plünderstation. Und da schauen wir mal, ob wir jetzt eine bauen können schon. Die stellen wir dann irgendwo hier schön in die Sonne rein. Und dann wird sie die neue Plünderin. So viel steht fest. Jetzt, wo sie einmal hier steht. Jetzt wird mit Sicherheit vieles einfacher. Ich weiß nicht. Sie ist immer noch als Farmerin zugeordnet. Ist ja auch gut, aber befehligen und sicher plündern. Okay, die Ärztin ist die letzte. Ja, von hier aus können wir also niemanden losschicken, entsenden, aber das macht nichts. Hier sind ja auch noch nicht alle Betten belegt. Von 20 Betten gerade mal 9 belegt, das ist noch nicht viel. Der 9., es ist ein neuer Jahr dazugekommen, aber wir gucken uns erstmal jetzt an, was die anderen Siedlungen so machen. Ich denke, dass, was mir gerade einfällt, dass hier oben ja ein ziemliches Gewusel herrscht, hier im Außenposten Simonia. 13 Leute, das ist wirklich nicht wenig. Und die könnten ja auch richtig gut Handel betreiben. Das würde doch bedeuten, dass die dann... Naja, wir versuchen es jetzt einfach mal. Also Versorgungsrouten könnten die gut bauen da. Ja, und hier steht das Übliche, ihr kennt das ja schon. Du willst deinen Gegner an der Flucht hindern, also... Schieße auf seine Beine. Und wenn ich das hier richtig sehe, haben wir hier auch diese Mauer drumherum. Das war nicht die beste Idee. Müssen wir gar nicht bauen. Dann bauen wir doch lieber Häuser, meine ich. Bevor wir hier Mauern bauen weiter, kümmern wir uns lieber um die Sicherheit und Häuserbau. Ja, das wäre so. Die Farben ist nichts Besonderes, aber immerhin etwas. Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen endet. Okay, er wird jetzt zugeordnet. Ah, Sanctuary Hills ist ausgeblendet. Können wir also gar nicht auswählen. Das ist gut. Ich denke, es ist ausgeblendet, weil wir jemanden von Sanctuary Hills hierher geschickt haben. Ich hoffe, es ist so. Er hier könnte aber noch... Wo brauchen wir denn unbedingt was? Ja, Starlight, Drive-In, Hangmans. Eigentlich, wie gesagt, schon überall. Überall bräuchten wir was. Nordhagen Beach. Jetzt kann man leider die Karte nicht sehen. Aber ich denke, Sunshine Tidings, ja. Ja. Dann müssten wir nur demnächst auch noch rausfinden, wie man die Leute wieder, ja, man müsste sie einfach befehligen und neu zuordnen wahrscheinlich dann. Irgendeiner anderen Aufgabe zuordnen. Vielleicht ist das dann der Trick. Hier ist noch einer.
Wo könnte der jetzt hin? Da haben wir ja jemanden hingeschickt, hier zum Starlight Drive-In jetzt gerade. Gutshaus Grope. Oder... Naja, erstmal die, die wirklich nötig was haben, aber dann komme ich ganz durcheinander. Nein. Das ist ja verschwunden, diese Kooperative da. Haben wir ihn da gerade hingeschickt? Das wird's wohl sein. Dann schicken wir ihn hier zum Gutshaus. Die sind zwar zufrieden, aber Handel wäre doch auch gut. Oder erstmal Tuffington. Da sind ja auch viele. Ja. Und dann können wir sehen, ob das wirklich so ist. Wenn er unterwegs ist, ob der dann... Ja, ob er dann... Oder wir nehmen alle mit Postbotenmützen und schicken die rum. Ist das jetzt ein... Ja. Nee, das lassen wir. Okay, ich denke, zwei von hier rekrutiert. Und auf zum Bootshaus. Wo ist das? County Crossing, was war da eigentlich? Da waren wir noch gar nicht. Ich glaube, das haben wir nur entdeckt. Tuffington Bootshaus. Ja, da sind 13 Leute schon. Jetzt mal sehen. Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob der jetzt verschwindet, wenn man ihn auf Versorgungsroute schickt. Ob der dann immer noch zu dem Dorf gehört, zu der Siedlung, oder ob der dann verschwindet. Ob es dann statt 13 zum Beispiel 12 nur noch sind. Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Fehlgeschlagen? Sprich mit den Siedlern bei Abernathy Farm? Was war denn das? Ach was, man muss sich da auch noch schnell drum kümmern. Jetzt habe ich eine Mission nicht geschafft hier. Ich war jetzt so mit den Handelsrouten beschäftigt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so funktioniert, dass man sich da wirklich so mit Zeit schnell drum kümmern muss. War das schon immer so? Weil wenn das so ist, dann müssen wir wirklich die nächsten Folgen, dann können wir gar nicht anders. Wir müssen, zwingenderweise müssen wir dann, Missionen erledigen. Habe ich aber auch nichts gegen. Da bin ich sogar für. Also nach Sanctuary Hills können wir ihn gar nicht schicken, aber wir könnten ihn noch hinschicken nach Außenposten. Simonia geht auch nicht. Zur Burg. Sunshine Tidings, aber Außenposten Simonia ist gar nicht. Das verstehe ich auch noch nicht so ganz, wie das kommt. Dass manche hier gar nicht dann aufgeführt werden in der Gruppe, vielleicht weil die Orte zu weit weg sind. Aber ich schicke mal einen, ihn schicke ich jetzt von hier aus mal zur Abernathy Farm. Bringt zwar nicht so viel, macht nicht so viel Sinn, aber da gab es ja gerade Probleme und ich hoffe, dass nichts Schlimmes passiert ist mit den Leuten dort. Also, dass die bei dem Lärm schlafen können, auch gut. Die haben alle einen Hut auf. Was ist das? Warum ist die tot? Mary Sutton? Hat das irgendwas... Eine Frau auch noch mit Namen? Sieht auch nicht so bequem aus, aber vielleicht immer noch besser als da auf dem Boden. Das gibt doch Leichenwasser dann irgendwann. Ih, da ist schon was. Okay, tatsächlich.
Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Es kommt immer wieder was dazu. Jetzt haben wir endlich die Handelsrouten entdeckt. Vielleicht kriegt man die ja auch erst ab einem gewissen Level. Ich hätte die doch schon viel eher da unten entdecken müssen, normalerweise. Fehlt denn hier sonst noch irgendetwas? Das Brahmin, das könnte einen Trog gebrauchen. Ja, ich glaube, dann war das Einbildung. Und ich glaube, hier mit den Zäunen drumherum, das lassen wir mal schön bleiben. Wir bauen dann lieber Häuser auf, überall. Die müssen ja sicher genug sein. Das mit den Zäunen war... Tja, das wäre eine nette Idee auch. Aber ich denke, Häuser sollten dann reichen. Häuser über Häuser. Damit die Leute sich da schön bequem niederlassen können. Aber ich denke, wenn jetzt das hier schon verbunden ist mit irgendeinem anderen Ort... Genau, dann haben wir doch jetzt... Oh, Keramik. Ja, es funktioniert. Wir haben jetzt Zugriff auf die Sachen, auf die Orte. Ja, auf die Orte, die verbunden sind hiermit. Das ist doch auch logisch irgendwo. Ja, ich freue mich immer noch. Ich kriege mich gar nicht ein. Das wird wahrscheinlich jetzt noch 2 Wochen dauern, bis ich darüber hinweggekommen bin und das als normal ansehe, dass sowas geht. Naja, halt, Moment. Ich wusste ja, ich habe doch, wie gesagt, auf der E3, meine ich, wurde das doch vorgestellt so, dass man Handelsrouten errichten kann. Deswegen wollte ich das ja auch unbedingt. So, das Brahmin ist hier drin fast. Schubs. Schubs es rein. Das geht gar nicht. Okay, man kann kein Brahmin rumschubsen. Gerade ausprobiert, geht nicht. Ja, und die Leute hier haben genug. Wir haben ein paar Leute zugewiesen, eine Handelsroute. Wir müssen auf zum nächsten Ort. Und, nein, wir müssen in den Pip-Boy schauen auf die Karte. Die Handelsrouten mit C einblenden lassen. Oh, das sieht aber schon ziemlich... Wer blickt da denn noch durch nachher? Kinderkrippe. Da sind auch 8 Leute. Und Starlight Drive-In, da sind doch ganz viele. 13. Na gut, die Abernathy Farm ist versorgt. Hier unten Sunshine Tidings ist auch versorgt. Das sowieso. Warum nach Sanctuary, warum wir da niemanden hinschicken können, das wundert mich. Warum das dann trotzdem in der Liste angezeigt wird, wundert ein wenig. Der nächste Ort hier auf der Karte ist doch dann die Kinderkrippe. Auch da haben wir meiner Meinung nach schon jemanden hingeschickt. Wir werden aber trotzdem sehen, ob wir von dort aus vielleicht zu Ten Pines Bluff jemanden hinschicken können. Denn die sind ja auch nicht so gut versorgt da. Pistolen sind für gewöhnlich klein und erfordern eine Hand zum Abfeuern. Dazu zählen unter anderem 10mm und 44er Revolver wahrscheinlich. Ja, und hier waren so viele Leute auch. Ich muss mal wieder nach Diamond City. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Ach was. Ja, und hier hatten wir auch keinen Trog für den Brahmin. Auch das müssten wir doch jetzt schon machen können, oder? Ach so, nee, hier ist ja noch nichts verbunden. Obwohl, ich meine ja, wir haben ganz am Anfang den zweiten oder so. Den haben wir hingeschickt. Nein, haben wir nicht. Also zu wenig Keramik hier. Aber wir schicken... Sofort gehörst ihn. Zu den Minutemen, oder? Ihn hier schicken wir sofort los. Ach so, mit dem müssen wir erstmal reden. Ärger, vielleicht, tut mir leid, hier um zu helfen. Naja, Ärger? Gibt es Ärger wahrscheinlich? Habt ihr irgendwelche Probleme? Eine Gruppe wilder Ghule hat sich in der Nähe eingenistet und ein paar von ihnen machen jetzt die Gegend unsicher. Wenn noch mehr draußen rumlaufen, werden sie uns irgendwann überrennen. Wir brauchen jemanden, der sich um sie kümmert. Okay, wir fragen mal wo, oder wir könnten sagen, ich versuche es, tut mir leid, oder kein Problem, ich frage aber wo. Wo haben Sie sich verkrochen? Hier, ich zeig es dir. Danke für deine Hilfe. Das bedeutet uns echt eine Menge. Ghoul-Problem bei Kinderkrippe Greentop. Töte die Ghule im Trainingslager schon wieder dort. Aber ihn lasse ich jetzt nicht aus den Augen, denn er wird auch nochmal eine Handelsroute aufbauen. Eine Versorgungsroute, Mensch. Wenn er mal aus den Pflanzen rauskommen würde. So, Kuh. Und zwar nach, was sagte ich gerade, Ten Pines Bluff. Da ist doch noch nichts. Aber der könnte auch zum Außenposten Simonia, der könnte überall hin. Von hier aus. Aber wir sagen Ten Pines Bluff.
So. Und damit macht er sich auf den Weg. Ansonsten sehe ich hier niemanden, der dafür noch geeignet wäre, dorthin zu gehen. Er vielleicht. Oder er, Preston. Die gute Frau hier. Nein, das wäre es. Und, ja, fürs Erste wäre es das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir werden die Handelsversorgungsrouten demnächst noch weiter ausbauen und dann hier einen Trog für das Brahmin aufbauen. Wahrscheinlich dauert es noch etwas, bis das Keramikzeugs hier angekommen ist. Muss arbeiten. Vielen Dank. Keine Zeit zum Reden. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.